Herzlich willkommen zur Stoic Challenge, wo wir gegen technische Widerstände und gegen Monster uns durchschlagen, zum Glück. Wir haben ja in den letzten Folgen einiges bewegt und einiges vorangemacht und auch einiges Verwirrendes ist uns begegnet. Und es gab auch einige technische Schwierigkeiten, die insbesondere mit der Framerate und der Leistungsfähigkeit meiner Xbox offenbar zusammenhängen, die uns vielleicht auch nochmal wieder begegnen. Ich habe das Ganze mittlerweile ein bisschen gegoogelt. Es ist tatsächlich so, dass Aldrich, Devourer of God, der Oberboss, den wir da platt gemacht haben, notorisch dafür ist, dass er ordentlich an die Rechenleistung geht. Das heißt, das habe ich mir nicht eingebildet, das ist leider tatsächlich wahr. Und es gibt wohl noch einen zweiten Boss, ich habe da nicht weiter gegoogelt, welcher das ist im Spiel, der ähnliche Probleme macht. Das werden wir dann ja merken, falls der nicht schon vorbei ist. Ich habe ja auch vorher schon Schwierigkeiten gehabt. Wir werden uns auch nochmal um die rätselhafte Sache aus der letzten Folge kümmern. Diese komische Zeremonie da in Gwyndolins Kammer, da habe ich gleich noch eine Idee zu. Vorher aber eine Altlast nochmal aufgearbeitet. Ich habe, weil ich das gerade ja veröffentlicht habe, dass es diese Videos gibt, habe ich mir die alle nochmal so ein bisschen quer geguckt und dabei gesehen, dass es hier noch eine Tür gab, in die man nicht reinkam, und dass einer von den Figuren im Firelink Shrine uns irgendwann einen Schlüssel gibt und sagt, im tiefsten Kerker von ganz Lothric, da sitzt ein Dark Wraith und der hat irgendwas, was, ich glaube, ein Red Skull Orb, Red Eye Orb. Und okay, der Hebel funktioniert nicht. Achso, das ist auch ein Aufzug. Der Hebel ruft den Aufzug Note of Enemy her. Das halte ich für gelogen, weil ich weiß ja, dass ein Dark Wraith hier auf uns wartet. Okay. Die saßen ja auch schon anderswo hier in... Also wir sind hier High Wall of Lothric nochmal zurück, ganz am Anfang quasi. Hier sitzen haufenweise leere Rüstungen, das kennen wir auch von anderswo schon. Ich vermute mal, wenn man jetzt ein bisschen einsteigen würde, ein bisschen drüber nachdenken, würde man wahrscheinlich daraus was über die Vorgeschichte erfahren, lernen können. Offensichtlich haben die Dark Wraiths hier irgendeine Rolle gespielt, sind aber dann alle gestorben. Das ist ja eh so ein bisschen auch das eins der Themen des Spiels. Ich habe ja ganz zu Anfang mal, das ist dann wieder ein bisschen verloren gegangen beim drüber reden, das kann man auch wieder nochmal aufnehmen. Jetzt sind ja auch einige Sachen dazu gekommen, über die Designthemen in diesem Spiel geredet und darüber, dass so ein bisschen Verrotten und ein Naturthema, auch Bäume, Verwachsenheit, solche Dinge, die offensichtlich sich durchziehen als roter Faden. Und das andere Thema ist, wie üblich in der Fantasy, kann man schon fast sagen, so eine Art Nostalgie-Thema, beziehungsweise eine Beschäftigung damit, dass eine Vergangenheit, in der Dinge besser waren, unwiderruflich vorbei ist und jetzt nur noch die Überreste rumliegen, so wie hier nämlich diese Rüstungen. Ja, also genug geplappert wieder, erledigen wir mal gerade diesen Dark Wraith. Ich rechne jetzt nicht damit, dass das große Schwierigkeiten macht, weil ich ja sehr lange mir jetzt Zeit gelassen habe dafür. Den sollte man ja viel früher... Ja, so haben wir das vorgestellt. Und da ist der versprochene Red Eye Orb und das scheint es auch schon gewesen zu sein. Das könnte vielleicht... Ne. Ja, sieht so aus, als wäre das schon erledigt. And then that end, yeah, looks like it. Praise to Pyromancy. So, dann zum anderen Thema, bevor ich zu dem inhaltlichen, beziehungsweise was heißt inhaltlichen, zu dem philosophischen Thema komme, was ich mir für heute ausgesucht habe. Das sieht mit einer Tür aus, da hinter dem Gitter. Ich glaube aber, das ist wohl keine. Also, die Nachrichten, ich habe übrigens mittlerweile auch ein bisschen mein Informationsembargo gelüftet, mir Sachen angeguckt und festgestellt, dass Leute, die diese Spiele zum ersten Mal machen, gerne auch das offline machen. Erstens, damit sie keine Invasionen erleben, also damit keine anderen Spieler in ihr Spiel einbrechen und ihnen Ärger machen, aber vor allem, damit diese Nachrichten
nicht potenziell alles spoilern. Das ist jetzt ein bisschen spät, das machen wir jetzt nicht mehr. Das wäre wahrscheinlich eine gute Idee gewesen. So, wir müssen mal zurück zum Bonfire und dann können wir mal nachdenken, wie das geht. Wenn ich jetzt runtergesprungen bin. Hier übrigens, das habe ich ja off-camera gemacht, war der Drache ja, der wie gesagt weg ist und da geradeaus sind die Räume, zu denen man dann Zugang bekommt. So, zurück zum Bonfire. Ja, wir hatten diese merkwürdige Zeremonie. Und der Grund, warum wir bei der Zeremonie waren, war ja, dass Yuria heißt die, glaube ich, diese Pilgerin, nee, die Frau, die bei dem Pilger steht, den wir hier, nee, den wir vor Undead Settlement, eine Stufe weiter im Spiel, ein Level weiter quasi, als man, wenn man Undead, ich will sagen Undead Burg, es ist aber High Lothric Castle, of course. Wenn man das verlässt, dann kommt man ja auf dieser Brücke an und da war dieser Zauberer Pilger, der mittlerweile verstorben ist und dann stand die Frau neben ihm und die hat uns ja zu dieser Zeremonie geschickt, die im Ganzen sehr rätselhaft war und auch scheinbar gar nicht so groß was bewirkt hat. Oh, 30.000 Seelen, dann machen wir das auch nochmal gleich. Welcome, speak. Ja. Very Level well. up. Then touch the hand. Tja, so ein bisschen den Überblick verloren, was jetzt günstig wäre. Können natürlich mal versuchen, ob wir ein bisschen beweglicher werden, wenn wir Vitality auch mal upgraden. Komm. Ich habe das Gefühl. Glaube, es gibt einen schnelleren Weg darunter, nämlich hier. Noch einen schnelleren gegeben. Ich glaube, hier kann man von hier oben auch noch runterspringen. Jetzt wollen wir mal schauen, was dieses merkwürdige Ritual sollte. You presume right. Wonderful. Now thou art the true and deserving Lord of I Hollows. am. Oh, you don't With say. a spouse, the strength to claim the fire is thine. Oh. Okay. Thy lordship. Prithee, wrest the fire from its mantle. Interesting. I, Yuria, and all Londor embrace thy impending lordship. Aha. Gut, das war schon. O Lord and Liege, I prithee, when the moment cometh, to link the fire. Wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more, and the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Our Lord and Lord, when the moment cometh to link the fire, the age of fire okay. with the gods Jetzt are no more. wiederholt sie sich. Interessant. Also das scheint so ein bisschen, kommt mir vor, vielleicht das alternative Ende vorzubereiten. Das war in Dark Souls 1 auch so, wenn man bestimmte Dinge gemacht hat, konnte man das Spiel anders beenden, als es scheinbar vorgesehen war. Anstatt das Feuer, das ja hier so als, das ist ja auch so ein Fantasy-Topos, dass eine Energie in die Schöpfung hineingegeben wird und diese Energie verlöscht so langsam. Das hängt mit diesem Nostalgie-Thema zusammen. Und meistens ist der Held dann irgendwie beauftragt, dieses Verlöschen zu verhindern oder irgendwas Neues anzufangen. Geht wahrscheinlich alles auf Tolkien zurück, der es ja aber auch wiederum aus Volksmythen und so hat. Also, ich meine, das ist ja auch so ein menschliches, ich will nicht sagen Bedürfnis, aber so ein Klischee, was uns offenbar einprogrammiert ist, beziehungsweise ein Mechanismus unserer Erinnerung, dass die Vergangenheit immer so diesen Heiligenschein bekommt und früher war alles besser und das sich dann auch in der Literatur und in den Mythen eben auch widerspiegelt. Und hier geht es ja jetzt darum, das Feuer, das schon wieder hier offenbar am Verlöschen ist, wir sind ja auch jetzt weit in der Zukunft gegenüber dem ersten Spiel, neu zu linken, was immer das genau bedeutet, das war auch im ersten Spiel schon nicht so ganz klar.
Man muss das Feuer irgendwie verbinden. Im ersten Spiel hat man sich dazu geopfert. Das heißt, man wurde quasi zum Brennmaterial für dieses Feuer und hat dadurch die Welt weiter am Leben erhalten. Es gab aber im ersten Spiel eben diese Alternative, dieses alternative Ende. Ich spoilere jetzt massiv für die, die das erste Spiel nicht gemacht haben. Weghören, ausschalten, vorspringen, wie auch immer. Gab es ein alternatives Ende, wenn man mit bestimmten Figuren interagiert hat, konnte man am Ende statt das Feuer, also statt sich selber zur Nahrung für dieses Feuer zu machen, das ausgehen lassen und als der Herr eines Zeitalters der Finsternis antreten. Und die Finsternis hat in diesen Spielen ja die interessante Eigenschaft, dass, und deswegen auch Dark Soul oder Dark Souls, sage ich schon wieder Dark Soul, Dark Souls als Spieletitel, die Dark Soul, das ist die Menschheit, das ist die Menschlichkeit auch. Also es gab ja im ersten Spiel diesen Mechanismus mit Humanity, was man wohl mit Menschlichkeit übersetzen würde. Und diese Humanity war das, was dem Untotsein entgegenstand. Das gibt es jetzt hier nicht mehr. Hier ist jetzt, die Metapher ist jetzt hier, ja, dieser Ember, also dieses Glühen. Ist auch im Vorspann. Sind ja diese Lords of Ember, die wir suchen und vernichten sollen, von denen wir jetzt zwei auch schon ausgepustet haben. Die werden wie so Holzkohlestücke auf dem Grill, wenn da so ein Wind reinfährt oder wenn wir mit dem Föhn kommen, glühen die so auf. Und das ist ja auch ganz interessant, weil das brennendes Feuer ist, also so eine Lebensglut, aber gleichzeitig ist es ja das Letzte, was dieses Stück Kohle noch machen kann, bevor es endgültig zu Asche zerfällt. Und das ist, glaube ich, auch die Metapher. Das ist, wie gesagt, dieses Fantasy-Thema von Verfall und früher war es besser. Das ist ja das Verlöschen des Feuers hat als letzte Stufe eben diesen Ember. Und mir kommt es vor, als würde da jetzt was vorbereitet. Das Statuen oder sind das Gegner? Das werden wir gleich sehen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich hier runterspringen sollte. Ich bin mir nicht sicher, wie wir da in diese Profaned Capital reinkommen. Jetzt erstmal vielleicht hier kurz orientieren, bevor ich dann mit dem anfange, worüber ich sprechen will. Das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was wir in der vorletzten Folge vor allem gemacht haben, nämlich dieses endlose Anrennen gegen Aldrich, der ja einfach nicht sterben wollte, beziehungsweise wo die Technik sich in den Weg gestellt hat. Aha, das sieht doch besser aus. Und das hat mich schon, während ich es gespielt habe, oder beziehungsweise das ist ja so auch das Spielprinzip von Dark Souls, dass es immer wieder versuchen, bis es dann mal klappt. Das erinnert mich an was unter dem Stichwort Achtsamkeit ganz gut aufgehoben ist. Und da muss ich, bevor ich drüber rede, möchte ich schon mal vorweg schicken, wenn ihr seid, wie ich früher war, dann hoppala. Wer war das? Wer hat da geworfen? Ah, diese Typen da an der Feuerschale. Okay. Das macht auch tatsächlich ein bisschen Schaden. Das sollte ich jetzt vielleicht nicht allzu lange hier mit mir machen lassen. Okay. Also, die Achtsamkeit war... Es gab so ein paar Themen, wo ich früher so als 20- bis Mitte-20-Jähriger in der Arroganz und Blindheit der Jugend. Oha. Okay. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt werden wir von rechts beschossen und von geradeaus kommt. Was ist das? Eine Gargoyle oder sowas? Muss man denn mal lieber kommen? Da ist er auch schon. Staggered. Okay. Ja, Achtsamkeit, Psychotherapie war auch so ein Thema. Psychopharmaka habe ich ganz lange abgelehnt. Da gibt es jetzt gar keinen Zusammenhang groß. Das sind nur Dinge, für die man gewisse Erfahrungen braucht, bis man versteht, dass die keine Flucht darstellen und kein Kitsch sind. Reicht's dann aber auch mal. Schluss mit Feuer.
da kommen wir auch gar nicht direkt ran. Das heißt, er darf erstmal noch weiterleben. Achtsamkeit insbesondere, das ist ja auch so jetzt so ein bisschen Modebegriff geworden. Und wurde für mich auch deswegen so ein bisschen misstrauisch beäugt, bis ich einen Meditationslehrer online, nicht in Persona, gefunden habe, der selber mir in Biografie und Haltung und so sehr ähnlich ist. Deswegen, das senkt dann gleich die Schwellen ab. Und da sehr, sehr viel Gewinn für mich rausgezogen habe. Und seitdem bin ich mit der Achtsamkeit gar nicht mehr so auf Kriegsfuß. Okay, kurze Pause. Was ist hier los? Freunde, was macht ihr da? Warum steht ihr hier so komisch rum? Seid ihr böse oder seid ihr gut? Ich glaube, ich erfahre es gleich. Okay. Eieiei, nein, nein, nein. Oh, shit. Das geht schon wieder los. Mit der Schwerfälligkeit. Ich weiß nicht, wo jetzt meine Herbst so schnell hin ist, aber ich glaube, ich war auch nicht voll aufgerüstet. Und das kommt wieder vom Quatschen. Wo war ich? Achtsamkeit. Achtsamkeit ist im Prinzip. Also der. Nee, ich war erstmal beim Meditationslehrer, da wollte ich noch zwei, drei Sätze zu sagen. Das ist Sam Harris, der auch einen ganz tollen Podcast hat, wenn man Englisch gut versteht, und man braucht leider wirklich gutes Verständnis, weil er oft Akademiker da hat, Professoren, Journalisten, Meditation, also er hat zwei Podcast-Serien, gibt auch eine Serie, in der er Meditation tatsächlich als Thema hat. Der andere Podcast heißt Making Sense. Oh Mist, der ist wieder da. Okay. Das mal so rum. Obwohl das eventuell nicht so schlau ist, weil hier ist es jetzt ziemlich eng. Aber gut. Ja, der Podcast heißt Making Sense und ist eigentlich Woche für Woche unfassbar inspirierend und toll. Und da habe ich auch die Inspiration für die heutige Folge rausgenommen. Das erzähle ich gleich. Die Biografie von dem Mann, was ich gesagt habe, ist mir sehr ähnlich. Der war Neurowissenschaftler und ist dann in die Publizistik und in die Wissensvermittlung gegangen. Also erklärt jetzt Dinge. Eieiei. Also ich fürchte, gut, dass der uns nicht gesehen hat. Der hätte jetzt noch gefehlt. Also dieser Input-Lag, mit dem freunde ich mich, glaube ich, nicht mehr so bald an. Es geht ja alles halbwegs, aber es ist schon, seit ich das jetzt weiß, dass das so ist, fällt es mir immer wieder, also fällt es mir viel, viel mehr auf. Das ist ja auch, ne, bayesianische Wahrnehmung in Aktion. Ein Bossfrog. Sollte das etwa schon Jorm der Riese sein? Ne, freundlicher Herr. Aha. Okay, dann lassen wir erstmal noch gut sein, würde ich sagen. Klingt nicht so gut. Das gibt's doch nicht. Es ist, als würde das Spiel immer sekundenlang anhalten. Ja, gut.
Wir haben jetzt noch nichts gedroppt, deswegen weiß ich nicht, was das für welche sein sollen. Dieses Gelächter erinnert mich an andere Feinde. Ich komme gar nicht so ganz drauf an wen. Das waren jedenfalls die, die mich beschossen haben. Hier geht es auch nochmal weiter auf der unteren Etage. Gut, gut, gut. Also Sam Harris, sehr interessanter Mann, ehemaliger Neurowissenschaftler, der sich jetzt mit Bewusstsein, Wahrnehmung und Verwandten... Das sind zu viele. Das finde ich nicht so gut. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist echt so ein bisschen leider die Luft jetzt raus aus der Spielfreude, weil das wirklich, ich merke das richtig, ich kann nicht agieren. Okay, aber kommen wir zurück zum Thema, damit ich nicht wieder anfange, jetzt hier endlos über die Spielmechanik zu jammern, denn das ist ja im Sinne der Challenge auch nichts an. Sehr lustig. So ein anderer Spieler, der hier in seiner Parallelwelt fast gleichzeitig mit mir unten fährt. Ja, Achtsamkeit. Zurück zum Thema, nachdem ich jetzt Werbung für Sam Harris gemacht habe. Achtsamkeit ist eine Meditationstechnik, deren dieses ist aber auch eine saublöde Mechanik, dass er nach oben geht, weil nach oben kann man nicht so richtig schlagen oder nicht gucken. Das gibt's doch nicht! Das ist die Kontrolle hält sich sehr in Grenzen, leider, weil jetzt ich weiß jetzt nicht genau, ob ich mir das jetzt nur einbilde. Interessant. War ja nicht vorher auch noch so eine Gargoyle? Rufen die vielleicht herbei? Ein Teil des Problems ist natürlich auch, dass ich hier ein super schweres Schwert zweihändig führe. Und was dazu führt, dass ein Schlag meine Stamina-Bar beinahe leer macht. Ich könnte natürlich auch mal gerade den Versuch unter... Es wird wirklich so sein, dass erst wenn das Spiel zu Ende ist, ich mich in diesem Menü richtig zurechtfinde. Grasscrest Shield. So, jetzt müsste eigentlich die Stamina Bar super schnell sich wieder auffüllen, weil wir jetzt den doppelten Bonus haben von am Ring und dem Grasscrest Shield. Meine Güte! Also, die Lektion, die ich bei diesen Gargoyles lernen muss, ist, durch die Flügel kommt man nicht durch. Auch wenn das ein bisschen albern ist, weil das ganze Vieh scheint ja aus Stein zu bestehen. Aber die Flügel sind wohl besonders verdichteter Stein.
ultra starker Superstein. Das ist schon wieder lästig hier alles. Hilft ja nicht. Immerhin geben sie ordentlich Seelen. Was ist das hier eigentlich? Das sieht so ein bisschen aus wie eine Lordwasser im ersten Spiel. Offensichtlich was, was die Menschen, die sie tragen, ein bisschen belastet. Ich bin versucht, erstmal in der Hoffnung, dass das hier eine Sackgasse ist, hier runter zu gehen, weil die da oben werden gleich wieder anstrengend werden. Try jumping off. Serious? So. No thanks. So, Achtsamkeit. Die Technik ist eine, das ist kein Zufall, dass Sam Harris auch Neurowissenschaftler ist. Er unterrichtet eine Schule der Meditation, die auf Achtsamkeitsmeditation beruht. Und Achtsamkeit bedeutet im Wesentlichen, dass man sozusagen während des Denkens sich selbst dabei beobachtet. Also, dass man immer eine Distanz einnimmt. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was hier das Mittel gegen die Frustration ist. Nicht im Affektsturm sich aufzuhalten, sondern sich einen Schritt neben den Affektsturm zu stellen. Das ist dieser stoische Gedanke, das hängt alles, glaube ich, zusammen. Das sind alles dieselben Mechanismen, die im Prinzip daraus geboren sind, dass unsere Gehirne eben so funktionieren, dass wenn wir uns Frustrationen stellen, wenn uns schlimme Dinge passieren, wenn uns Rückschläge passieren, dann entstehen da diese negativen Gefühle, dann entsteht da schädliches geistiges Zeug. Und eine Methode, mit der wir uns, schade, mit der wir uns rüsten können, ist diese Selbstbeobachtung und dieses Zurücktreten von der Unmittelbarkeit, einfach alles zu akzeptieren, so wie es sich dem Geist präsentiert quasi. Also da klingt jetzt alles hochgeschraubt, aber es geht einfach nur darum, die Techniken sind dann ja ganz simpel, die sind ja so Sachen wie man konzentriert sich auf seine Atmung und auf sonst gar nichts und versucht keine anderen Gedanken zu haben. Und das wird auch die Verbindung gleich zur Praxis hier, die wir hier ja verfolgen. So, jetzt hab ich leider alles abgeklappert und ich komme nicht umhin, wieder mit diesen blöden Priestern da mich rumzuärgern. Das ist so ein bisschen unschön, dass da auch noch eine Gargoyle ist. Und wo kommt die überhaupt her? Weil das, also das Achtsamkeitsprinzip ist, sich selbst zu beobachten bei dem, was man tut, so wie gesagt, ein Anknüpfungspunkt hier. So wie es hier gegen die Frustrationen hilft, wenn man sich selbst beobachtet. Das führt dann ja, glaube ich, auch zu diesen Humorausbrüchen, wenn es besonders frustrierend wird, dass das dann lustig wird. Das hat auch was mit Selbstdistanz zu tun. Und wie gesagt, eine der Techniken von Achtsamkeit ist dieses Konzentrieren auf einen Aspekt und dann sich quasi aufgeben in diesem Aspekt und nur noch diesen Aspekt zu betrachten, zu versuchen. Und das klappt natürlich nicht. Das ist der Podcast, den ich gehört habe. Da ging es um Sharon Salzberg, eine ziemlich berühmte Meditationslehrerin. Himmel, Herrgott. Also der Ärger ist jetzt gar nicht, dass der Kampf ausbricht, sondern dass ich wirklich sekundenlang bewegungsunfähig bin. Und das ist irgendwie so nervig. Ich habe das Gefühl, das Spiel lässt mich gar nichts machen. Und die Kamera ist auch schon wieder. 4! Ich habe 2-mal gedrückt und es macht 4 Angriffe.
Also das ist alles sehr schwierig. Okay, die Kamera ist zum Teil natürlich das Problem, dass ich keinen Lock-On mache. So, jetzt müsste sich das wenigstens irgendwie mal ein bisschen regeln hier. So, jetzt gehst du mal weg. Okay, das füllen wir auf. Einer von diesen komischen Priestertypen ist auch schon platt. Zwei sind platt. Ah, also diese Laternen sind unerfreulich. Denn das andere Problem ist, dass wenn die ihr Feuer ausspucken, davon werde ich auch gelähmt. Okay, aber wenn man das Ganze der Reihe nach mit ein bisschen Sorgfalt angeht, dann geht es eigentlich ganz gut. So. Okay. Wow. Ich glaube, das ist eine relativ allgemeine Regel, dass wenn irgendwo zwei Kisten rumstehen. Genau. Ach du Scheiße. Es sind zwei Mimics, schließe ich daraus. Das finde ich gar nicht gut. Mir reicht ja ein Mimic schon. Okay. Mal einen Versuch. Ja, das klappt ja super. Shit. Okay. Das ein Schild. Das Wichtigste ist, dass der uns nicht ergreifen darf. Hör auf anzugreifen, das gibt's doch nicht. Ich verstehe nicht, was mit den... Warum ich hier immer mehr Angriffe... Nein, nein, nein. Die Estus-Flasche war nicht aktiv. Also das ist alles leider, leider mühsam. Ich habe auch den Eindruck, es ist schlimmer geworden, weil das war ja am Anfang des Spiels nicht so. Oder wie gesagt, es ist meine Wahrnehmung. Ja, was diese Sharon Salzberg da erzählt, ist ganz interessant. Und glaube ich, eine allgemeine Erfahrung von allen, die zum ersten Mal so eine Achtsamkeitsmeditation ausprobieren, nämlich, dass man, wenn man das noch nie probiert hat, erstmal denkt, ja, auf den Atem konzentrieren und sonst nichts, wie schwer kann es sein? Das gibt's doch wohl nicht. Das ist echt, das betrachte ich ja mehr als Sabotage, was das Spiel hier mit mir macht. Jetzt wird mir auch gerade klar, dass die schönen 30.000 Seelen, die ich gesammelt habe, natürlich jetzt da ganz am Ende der Halle liegen. Das Gute ist natürlich, dass die, glaube ich, sich nicht von alleine umdrehen werden. Und frage ist, wo diese Gargoyle eigentlich herkommt. Da ist die Antwort. Also das ist doch... Okay, jetzt habe ich immerhin mal gemerkt, dass ich natürlich tatsächlich schuld bin, weil ich hier wirklich spamme. Ja, das gibt's doch wohl nicht. Was ist denn hier los? Okay, jetzt sind die Seelen wieder weg. Also ich verstehe es nicht mehr, weil das ist definitiv nicht, wie das Spiel am Anfang lief. Es ist ein Gegner in einer nicht besonders großen Umgebung. Da muss irgendwas sich technisch an der Xbox verändert haben. Vielleicht ist die Platte zu voll. Oder vielleicht ist diese Gegend...
weil das, ich hatte gerade wirklich kurz kein Bild, so eine halbe Sekunde lang ungefähr, und dann ist es gesprungen. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch sehen wird. Lustig wäre natürlich, wenn die Aufnahme mit 30 Frames aufgezeichnet wird und ich stattdessen hier nur alle paar Sekunden mal ein Update kriege visuell. Jetzt wieder. Ja, jede Menge Frames. Das gibt's doch nicht. Jede Menge Frames gefehlt. Ja, also was der Junge vor allem, aber eigentlich jeder Meditationsanfänger denkt, wenn man ihm zum ersten Mal sagt, was er machen soll, nämlich einfach nur sich auf irgendeine körperliche Funktion konzentrieren und alle anderen Gedanken verblassen lassen. Dann denkt er, ja, das schaffe ich schon ein paar Minuten, werde ich das ja wohl durchhalten. Und dann stellt man zu seiner großen Verblüffung fest, wenn man das ernsthaft versucht, dass man nach wenigen Sekunden schon an irgendein Zeug denkt. Und der wirklich interessante Moment daran, über den man auch als neu Meditierender erstmal wegkommen muss, ah, Himmel. Was soll denn das? Jetzt war ich so konzentriert auf den Kampf, dass ich den Faden verloren habe. Der Moment, in dem diese Gedanken eindringen, der ist im Prinzip das Herzstück der ganzen Meditationstechnik. Denn in diesem Moment wird man quasi unweigerlich, ich will jetzt nicht sagen Schuldgefühle bekommen, aber man wird ein Versagensgefühl empfinden, weil man eben diese Erwartung vorher hatte, dass man das ja wohl in ein paar Minuten wird man das ja wohl durchhalten. Und dann entdeckt man über sich, dass das mitnichten so ist. Sondern dass schon nach wenigen Sekunden unbemerkt, und das ist das wirklich Interessante, das ist auch das, glaube ich, was als erstes als Lehre aus der Achtsamkeit entsteht, ist, dass man es selber gar nicht merkt, wenn man anfängt zu denken. Und erst nach ein paar Sekunden, das ist ja auch sehr interessant, das geht, glaube ich, dann auch wieder in dieses Thema von Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Das schnelle Denken ist das, was diese Gedanken produziert. Und das langsame Denken ist das, was dann nach ein paar Sekunden sagt, ey, Moment mal, ich sollte mich doch auf den Atem konzentrieren. Ich sollte jetzt nicht drüber nachdenken, was ich heute zum Mittag hatte und wie mir das geschmeckt hat. Und dann hat man eben dieses Frustrationsgefühl, um das es ja hier auch geht, bei diesem Experiment, weil man eben vorher mit dieser großen Zuversicht da reinging, ja, das schaffe ich, das ist ja wohl kein Problem. Moment mal. Achso, die Mimics, genau. Hm. Nein. Machen wir ein andermal. Jetzt gucke ich mir stattdessen mal an, was hinter dieser Fog Wall ist, solange ich auch noch nicht so viel Seelen zusammengerafft habe. Was pointless bedeutet, try right arm and then head. I don't know what all this means. Ja, wunderbar. Es ist tatsächlich der Bossfight. Scheiße. Ich hatte keinen Ember drauf. Das heißt, ich habe mir jetzt auch keine Hilfe geholt. Okay.
passiert. Ein Treffer, alles weg. Eieiei. Ich weiß auch gar nicht. Oh Gott. Was? Ich habe jetzt 5 oder 6 Treffer angebracht und ich habe ihn noch gar nicht beschädigt. Quasi. Okay. Hier stimmt was nicht. Das. Kann ja so nicht funktionieren. Alles ein Item. Also, das ist ja ausgeschlossen. Da werden auch meine Estus-Ladungen gar nicht reichen. Selbst wenn ich mich jetzt hier... Oh, diese Zeitlupe schon wieder... Das ist in mehrerlei Hinsicht interessant. Erstens super schnell beim Boss. Dieses Profaned Capital enthält ja quasi überhaupt keine. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es da, wo diese Sechsergruppe steht, ob es da noch zur Seite weitergeht, möglicherweise. Aber als erstes gucken wir jetzt mal, was denn dieser Storm Ruler ist. Das ist, was wir da gerade aufgesammelt haben. Finden in meinem Chaos, ja. Oh Gott, ist das ein Wirrwarr aus Storm Ruler? Wo bist du? Slayer, das hört sich ja gut an. Some stance to imbue soul with storm. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Muss ich gestehen? Das ist ja bei vielen von diesen Waffen so, dass dass da irgendwas mit Stance steht, aber ich weiß nicht, welche. Was damit gemeint ist. Ah. Okay. Das offensichtlich. Ich habe jetzt zweihändig mit der rechten Trigger-Taste geführt. Also so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Irgendwie habe ich es jetzt gerade ausgelöst, glaube ich. Ich glaube mit links und dann rechts, aber... Hm. Außen ist es gegen diese Gargoyles offensichtlich auch nicht geeignet. Oh, so in diesem Chaos hier, wo ist denn mein... Shit. Trigger-Aid Sword, das war's doch nicht.
schwerer, aber es hat auch mehr Wumms. So, wo ist er? Ja. Das richtet Schaden an. Also. Einmal Ember. Und einmal den Storm Ruler, bitte. Dann wollen wir mal sehen. Keine Hilfe möglich? Ganz schlecht. Ich möchte jetzt nicht gegen diese Kuttenträger hier kämpfen müssen, aber andererseits will ich jetzt auch nicht ein Summon Sign übersehen. Na gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt gegen Yorm the Giant gewinne, ist eh sehr niedrig. Es ist dann halt der Ember weg, aber so what. Kein Summon sein. Aber es gab ja auch beim letzten Boss kein Summon sein. Also meine Seelen da vorne irgendwo. Was soll das denn gewesen sein, bitte? Verstanden, wie ich das auslöse. Aber es ist offensichtlich, wie ich ihn besiege. Das Prinzip will ich jetzt meine Seelen. Viele sind es ja nicht, aber. So, und. I don't understand. Ah, Kamera. Oh Mann. Also, okay. Ich glaube, bevor ich hier irgendwie bestehen kann, muss ich erstmal rausfinden, wie dieses Schwert funktioniert oder was auch immer das sein soll. Dieses Lineal, das Sturmlineal. Zurück zum Thema. Bei der Achtsamkeitsmeditation, wie gesagt, ist die Anfängerreaktion diese Frustration, dieses Schuldgefühl, ich habe es nicht geschafft, ich schaffe noch nicht mal das, was mir so einfach erschien, irgendwie so eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten lang zu verhindern, dass mein Gehirn im Leerlauf rattert. Das kriege ich nicht hin. Und das ist in gewisser Hinsicht dasselbe, was wir hier im Spiel ja immer wieder haben. Die Momente, in denen etwas nicht klappt, und wir es dann einfach nochmal versuchen müssen. Denn was Salzberg in diesem Interview sagt und was auch Sam Harris immer wieder sagt in seinen Meditationsanleitungen. Also es ist echt.
verstehe nicht, was los ist. Okay, der kann hier eigentlich nicht rein, den können wir ignorieren. Fällt mir gerade auf. Und den hier können wir auch ignorieren, weil bis der runtergefallen ist, bin ich schon da drin. So it goes. Und was man in der Meditation aber machen muss, ist natürlich nicht zu denken, oh je, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Denn das, wie Sam Harris sagt, ist einfach nur ein weiterer Gedanke, ein weiterer störender Gedanke. Das Ziel ist ja, sagen wir mal, den Atem wahrzunehmen und sonst nichts. Und wenn das scheitert, ist es kontraproduktiv, dieses Scheitern dann zum Gedankeninhalt zu machen. Ich verstehe nicht, wie ich das vorhin gemacht habe. Das ist... Keine Ahnung. Ah! Also... Ich verstehe es nicht. Bitte. Muss ich denn irgendwie aufladen? Ich... Okay, jetzt ist was passiert. Ha! Was? Das ist aber nicht wahr. Was ist denn jetzt wieder passiert? Bumsti. Okay, jetzt ist er wütend. Aber ich auch. Autsch. Let me go! Shit. Schade, beinahe. Das heißt, der Gegenstand der Meditation ist immer wieder diese Frustration zu erfahren und sich dabei zu ertappen, dass man abschweift, dass Gedanken eindringen, Erinnerungen, Pläne, ne, alles, was im Bewusstsein eben so die ganze Zeit vor sich hinramentert. Und das Ziel der Achtsamkeitsmeditation ist eben diesen brodelnden Bewusstseinsinhalt, der da die ganze Zeit zugange ist, ja, den tatsächlich ins Wachbewusstsein zu holen, sodass man das eben nicht einfach nur automatisch, das gibt's doch wohl nicht. Das war jetzt eine lange Kette von Momenten, in denen ich nichts sehen konnte.
und die ganze Zeit von irgendwas getroffen wurde dabei. Es ist schon so ganz ideal, ist das alles nicht. Okay. Aber hier voraufladen. Und los geht's. Also, oh, es ist schlimm. Okay, es ist zu machen, aber diese Mechanik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es dauert ein paar Sekunden, bis das Schwert aufgeladen ist und dann ist es durch die technischen Probleme, dadurch, dass das alles so super schwerfällig geht, kann ich es dann auch nicht sofort auslösen. Das macht es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schwieriger. Sollte man da mal runterspringen. Mit, das ist doch Terror, das ist. Please. Stop it! Natürlich an diesen Clowns vorbei. Da ist eine Kerze. Das ist nur eine Kerze. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Das interessiert mich. Es dauert ganz schön lang, bis das aufgeladen ist. Und dieser Loop, das hat, glaube ich, Halo in die Spielewelt eingeführt. Den Begriff des Game Loops. Ja, okay. Also halten wir als Lehre fest, was auf keinen Fall funktioniert, ist stehen zu bleiben, wenn Jorm the Giant angreift. Jetzt ist die Stunde schon wieder voll. Jo, mühsam, mühsam, mühsam. Ernährt sich das Eichhörnchen. Einen Versuch mal noch. Am besten mit Bild. 3, 2, 1, auf. 3, 2, 1, zu. So, wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann war es das für heute. Ich habe wieder viel zu wenig erzählt, um den Faden aber wenigstens noch zu Ende zu führen, dass die Meditationstechnik, diese Achtsamkeitsmeditation, in der man immer wieder
bemerkt, dass man abschweift, bemerkt, dass das Gehirn sich Freiheiten nimmt und selbstständig Inhalte erzeugt, wo eigentlich gar keine sein sollten. Und wie wenig Kontrolle man darüber hat. Jedes Mal, wenn man das bemerkt, muss man auch noch vermeiden, frustriert zu sein und sich zu schelten dafür, dass das passiert. Und stattdessen einfach von Neuem diesen Meditationszustand herstellen, indem man eben nicht diese eindringenden Fremdgedanken hat. Eieiei, der hat wie viel verschiedene Angriffssets hat denn der? Das ist ganz schön vielseitig, der Jorm. Ah, okay, die große Kunst ist hier, dieses blöde Schwert aufzuladen. Auf. Soll nicht sein heute. Jedenfalls in dieser jetzigen Folge. Die große Kunst in der Meditation ist, immer wieder gegen diesen selben Moment anzurennen und das immer wieder ein bisschen besser zu schaffen, immer wieder ein bisschen besser zu schaffen, den inneren Tisch leer zu räumen. Und alles, worauf ich jetzt noch rauskomme, die Folge ist zu Ende, ist, dass das als Metapher dieses Spiel hier das ja ganz gut wiedergibt. Die Game Loop in diesem Spiel, dieses, was ich jetzt auch schon wieder mache, dieses Anrennen, Scheitern, zurück von Neuem, das ist im Prinzip, was in der Achtsamkeitsmeditation auch der Inhalt ist. Und der Gedanke der Achtsamkeitsmeditation ist, dass wenn man diesen Inhalt, wenn man diese Loop bewältigt hat, dann kann man das als Werkzeug einsetzen, um sich in jeder Lebenslage einfach durch einen kurzen Moment, in dem man das eben benutzt. Das ist ja durch das immer wieder das auszuprobieren und das immer wieder vielleicht ein bisschen länger zu schaffen, bis man irgendwann mal an seine Traumzeit von ein paar Minuten ja auch rankommen kann. Wenn man dieses Werkzeug so trainiert hat, dann hat man das irgendwann zur Verfügung, um auch in Situationen, in denen man sonst an seine psychischen Grenzen käme, in denen Frustrationen oder Angst oder was auch immer es an negativen Gefühlen gibt, die uns im Alltag aus der Kurve hauen können, kann man einfach einen kurzen Moment dieses Meditationswerkzeug ansetzen und sagen, so, jetzt räume ich hier mal wieder den Tisch frei. Und dann sich der Situation stellen, ohne diese negative Gefühlswolke. Und das ist, wie gesagt, das ist der stoische Grundgedanke, der sich dann eben auch in dieser Achtsamkeitsmeditation wiederfindet und der ganz gut in diesem Spieldesign hier gespiegelt ist. Damit wollen wir es jetzt für heute gut sein lassen. Nächstes Mal erledigen wir Jorm the Giant und gucken, wie es dann eigentlich weitergeht. Denn soweit ich das sehe, geht es hier auch nirgendwo weiter. Es kann natürlich sein, dass in Jorms Raum gleich irgendwas aufgeht. Aber für den Moment scheinen wir hier dann am Ende angekommen zu sein. Mal sehen, ob das stimmt.